Ja, ich weiß, dass das jetzt so ein bisschen chaotisch ist. Gut. Und weiter geht's. Unseren Setzlingen geht's soweit gut. Da haben wir schon einen Riesenbaum. Also unsere Baumfarm funktioniert. Den werde ich gleich abarbeiten. Ich möchte nur zuerst meinen Schmelzofen aufstellen. Zack, 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 zack. Genau. Einmal rundrum mit Pflastersteinen zu decken, dann kriegen wir einen Ofen. Deswegen brauchen wir halt auch eine Werkbank, weil ohne Werkbank kriegen wir keinen Ofen. Jetzt sammle ich das alles wieder ein. Mein Ofen setze ich hin. So, und jetzt werde ich Holz verbrennen, um Holzkohle zu generieren. Weil das Brennmaterial ist auch wichtig. Einiges verbrennt halt effektiver als anderes. Holz ist relativ ineffektiv. Da kriegen wir, glaube ich, nur ein. Ne, noch nicht mal. Noch nicht mal zwei ganze Kohle raus. Jetzt kann ich die Holzkohle hier drunter stecken. Gleich wieder als Brennmaterial verwenden. Und das sollte uns dann helfen, Kohle zu generieren. Dann komm, einen nehme ich noch. So. Hier, der brutzelt so ganz fröhlich vor sich hin. Jetzt machen wir uns mal Steinwerkzeug. Funktioniert genauso wie das Holzwerkzeug. Man verteilt es, man baut quasi die Spitzhacke und dann bekommt man sein Werkzeug draus. Also man baut es, indem man die Silhouette nachformt. Aber das wisst ihr ja inzwischen. Jetzt können wir uns langsam mal an das Eisen dran machen. Und da haben wir noch mehr. Ist zwar nicht viel, aber hilft uns schon mal. Aus drei Eisen können wir nämlich auch schon den ersten Becher her. Becher. Den ersten Eimer herstellen. Und mit Eimern lässt sich allerlei Tolles anstellen. Zum Beispiel können wir dann nämlich unsere Nahrungsversorgung sichern, indem wir schon das erste Feld anlegen. Es wird erstmal aus Weizen bestehen. Später werde ich wahrscheinlich auf Kartoffeln umsteigen, weil Kartoffeln wesentlich effizienter sind. Eine Kartoffel macht, glaube ich, drei Nahrung. Drei oder dreieinhalb. Und ein Brot macht zwar genauso viel, aber wir brauchen drei Weizen für ein Brot. Und für eine Kartoffel ist das Verhältnis halt 1 zu 1. So. Genau. Falls die Zahlen nicht ganz genau stimmen, ich verlinke nachher noch die Wiki. Da findet ihr dann die ganz genauen Werte, weil Irren ist menschlich und ich habe die genauen Summen nicht im Kopf und kann mich da leicht irren. Das gebe ich aber auch zu. Und die Kohle machen wir noch. Zack. Und Eisenerz. Lass mich mal kurz gucken. Die Höhle führt da rum und dahin. Ah, das ist noch nicht mal das Meer. Da haben wir ja sogar Glück. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich hier nicht was basteln kann, dass ich dann zeigen kann, wie man zum Beispiel so eine tropfende Decke, wenn man unterirdisch wohnt, wie man so ein Leck dann stopfen könnte. Also da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, nein, drei Möglichkeiten. Entweder man setzt einfach Kästen drunter. Und wenn ich da jetzt so einen Block hinsetze, dann tropft es nicht mehr. Ich könnte es auf der anderen Seite, also oben drüber drauf setzen. Dann tropft es auch nicht mehr. Oder aber ich schöpfe quasi das Wasser ab. Dann habe ich auch keine tropfende Decke mehr.
So, wie geht's unserem Eisen? Jawohl, 7 Eisen waren das schon viel wert. Jetzt gehe ich an meine Werkbank und baue mir einen Eimer. Und der müsste, wenn mich mein Kopf nicht ganz täuscht, müsste der so gehen. Genau, da haben wir schon unseren ersten Eimer. Was ihr gerade eben gesehen habt, dieses, wenn ich die so schräg mache, dann bekomme ich eine Schere. Wenn ich früher Eisen gehabt hätte, dann hätte ich die Schafe zum Beispiel nicht töten müssen, sondern hätte sie scheren können. Wenn ich sie geschert hätte, dann würde ich mehr Wolle bekommen und das Schaf bleibt am Leben. Aber da ich nicht vorhabe, hier wohnen zu bleiben, war mir das relativ egal. So, jetzt baue ich mir noch eine Kiste. Kiste ist genauso wie der Schmelzofen, einmal rundherum mit Holz. Ich müsste das Holz sogar mischen können. Das ist relativ egal. Es kommt immer die gleiche Truhe raus. So. Zack. Ja, ich baue 2 Truhen, weil ich da gleich eine Besonderheit von Truhen zeigen möchte. Nämlich, wo stelle ich die denn mal hin? Stelle ich mal hier hin. So, wenn ich eine Truhe platziere, habe ich so viel Lagerplatz. Und ich kann noch eine zweite daneben setzen, dann bekomme ich eine große Truhe und nicht 2 kleine. So, zack. Und habe dann doppelt so viel Lagerplatz. Und es sieht halt vernünftiger aus als einfach nur 2 Kisten nebeneinander. Wobei das im Grunde relativ egal ist. Ja, ich fange jetzt an, hier so ein bisschen Zeug zu lagern, was ich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen brauche. Zum Beispiel die Setzlinge brauche ich nicht andauernd mit mir rumschleppen. Die Eier brauche ich nicht. Die Holzhacke brauche ich gleich noch. Den Eimer nehme ich noch mit und mein Eisen lagere ich, weil mir das im Moment sehr, sehr wichtig ist. Und ich noch nicht so viel Eisen habe, als dass ich damit verschwenderisch umgehen könnte. Wenn mich jetzt zum Beispiel ein Creeper in die Luft jagt oder ein Skelett oder eine Spinne, dann würde ich das wieder verlieren und müsste mühselig auf die Jagd gehen. Jetzt schöpfe ich mir erstmal ein bisschen Wasser. Wie geht's der Baumfarm? Die farmt vor sich hin. Gut. Es ist egal, ob ich Flusswasser, Seewasser oder Meerwasser nehme. Das Wasser ist hier einfach nur Wasser. Zack. Achso. Sollte ich vielleicht auch erklären, wie das funktioniert. Ich wähle den Eimer aus. Sieht man hier rechts ja. Und dann suche ich mir eine Stelle im Wasser aus und drücke rechte Maustaste. Und dann habe ich das Wasser im Eimer. Das funktioniert auch mit Lava. Aber mit Lava hantiere ich jetzt nicht rum. Moment, was war das? Achso, ich bin am Verhungern. Ja, dann trifft sich das ja gut, dass ich Essen machen möchte. Ja, mich stört das jetzt nicht ganz so extrem, dass ich so ein bisschen am Verhungern bin, weil ich kann nicht endgültig verhungern, sondern ich kann nur bis auf 3 Herzen runter. Und da ich gleich meine Nahrungsversorgung gesichert habe, ist mir das relativ egal. Ich esse auch gleich einen Apfel, um dem entgegenzuwirken. So, das Feld ist nicht ganz optimal groß, aber es wird funktionieren. Ich möchte. So. Ich schaufel mir hier einfach so ein Feld im Wasser frei. Feld im Wasser. Ich schaufel mir hier so einen kleinen Flussgraben frei und fülle den mit Wasser. Dann benutze ich meine Holzhacke und drücke mit der rechten Maustaste auf die Felder neben dem Wasser. Das mache ich 3 breit. Weil weiter geht das Wasser nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt erkenne ich daran, dass die Felder bewässert sind, indem die sich so dunkelbraun färben. Das ist gleich wichtig, damit ich weiß, wie weit ich anpflanzen kann. Aber ich kenne die Reichweite ja schon. Von daher kann ich das auch aus dem Kopf machen. Jetzt nehme ich meine Weizenkörner. Und pflanzt die an. Hallo Huhn. Nee, das sind keine Weizenkörner für dich. Nee, die brauche ich selber. Ich bin am Verhungern.
Ich könnte natürlich auch dich essen. Jetzt, wo du es sagst. Komm her. Komm her. Ich habe Hunger. Kann ich auch Hühnchen essen? Komm her. Na. Boah. Bleibst du wohl hier? Willst du mir meinen Weizen klauen? Aber dann beschweren, wenn ich dich essen möchte. Wo ist meine Höhle? Da. Es wird auch schon wieder Nacht. Ah, und ich habe mich geirrt mit den 3 Herzen. Es sind 5. Also die Hälfte der Lebenspunkte verliere ich dadurch, wenn ich am Verhungern bin. Da es keine eigene Kochstelle gibt, koche ich einfach. Oder es gibt schon eine, aber ich habe halt noch keine. Deswegen koche ich mein Hühnchen einfach direkt im Schmelzofen. Jetzt habe ich ein gebratenes Hühnchen. Jetzt esse ich ein gebratenes Hühnchen, indem ich es auswähle. Und wie üblich rechte Maustaste benutzen, also esse ich das Hähnchen. Und dazu noch einen Apfel. Ausgewogene Nahrung. So, jetzt verbrutzelt das. Dann machen wir noch weiter Holzkohle. Um Holzkohle zu machen, ist es wichtig, dass ihr das direkte Holz nehmt und nicht das Holzbrett. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Die Eisenbarren kommen hier auch wieder in die Kiste.